Ladies and Gentlemen, liebe Boxsportfreunde, es ist der Kampf, auf den viele gewartet haben. Es ist das Comeback. Und auch er wird gleich von Gold AG in den Ring gesungen. Herzlich willkommen. Welcome back to the ring. Robert! Willkommen zu den Offiziellen dieses letzten und dieses Hauptkampfes am heutigen Abend. Aus Österreich die Punktrichter Ilhan Omoridain, Günther Eckert und Sven Grefer aus der Schweiz sowie Alexander Blumans aus Deutschland, der Mann im Ring. Aus Österreich Ilhan Omoridain und Supervisor FVA Ernst Salzgeber. Natürlich Dr. Gunay Dümmetz ist der Arzt der Ringer. Für die ganzen Namen schon und Hasrolli, Sports & Performance GmbH, die Promotion, die diesen Abend überhaupt erst möglich gemacht hat. Und nun zum Boxer in der roten Ecke. Er ist 29 Jahre alt, 1,85 Meter groß, 80,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 30 Kämpfe, 26 Siege, 15 davon durch Knockout. In seiner Ecke seine Trainer Ahmed Boussaid und Philippe Tampere. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, from Belgium, Timo Nikarkoyev. Sein Gegner in der blauen Ecke ist 35 Jahre alt, 1,86 Meter groß, 79,3 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz: 58 Kämpfe, 51 Siege, 19 davon durch Knockout. Er war Weltmeister und er wird es wieder sein. In seiner Ecke ein Ex-Weltmeister, sein Trainer Jürgen Bremer. Sepp Maurer, der siebenfache Kickbox-Weltmeister Mirri Limani und sein Bruder Shendrim Krasnici. Meine Damen und Herren, the champ is back. Robert Krasnici! Der Kampf ist angesetzt auf 10 Runden, 10 Rounds of Boxing. The fighters to the center. So, wir kommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. Robin Krasnici wird jetzt vorbereitet. Der Referee Ilhan Omoridain aus St. Pölten in Österreich führt diesen Kampf. Und sein Kontrahent Timur Nikarkoyev aus Achkoy, Marlan aus Russland, wohnt aber in Belgien. Beide haben ihr Gewicht erreicht.
Wir sehen hier nochmal in der roten Ecke Jürgen Bremer, ehemaliger Weltmeister, sehr erfahren. Hat die letzten drei Wochen damit verbracht, den Feinschliff anzusetzen bei Robin Krasniqi. Die Basis war da, hat er mir gestern verraten. Und jetzt nochmal ein bisschen dran ziehen, um das Ziel von Robin Krasniqi nochmal nach der Weltmeisterschaftskrone zu greifen, entsprechend umzusetzen. Zum letzten Mal am heutigen Abend. Die Boxer sind bereit. So let the fight begin! So, aber um erstmal diese WM-Krone, den Titel, diesen Gürtel zu erreichen, muss er an diesen Timur Nikarkojew vorbei. Beide austrainiert. Angesetzt dieser Boxkampf auf 10 mögliche Runden, 3 Minuten. Eine schnelle Rechte vom Belgier Timur. Linke Aufwärtshaken, rechte gerade. Nikarkojew setzt die ersten Aktionen. Jetzt kommt das Distanzgefühl für Robin Krasniqi. Schlag zum Körper, wieder leicht ausgerutscht. Und der Aufwärtshaken leicht verfehlt von Robin Krasniqi. Die linke von Krasniqi wird gleich von Nikarkojew mit der linken zum Schwinger gekontert. Sehr schnelle Aktionen, Aufwärtshaken. Und da war Robin Krasniqi sehr schnell in der Ringecke. Muss sich da befreien, muss da raus. Erwartet natürlich eine Erfahrung von 58 Kämpfen. Weiß mit solchen Situationen umzugehen. Ah, da hat Nikarkojew das erste Kommando vom Referee leicht überhört. Linke zum Körper, rechte zum Kopf. Krasniqi möchte aber zeigen, dass er es genauso kann. Macht sich klein, verlagert den Schwerpunkt. Linke zum Körper, rechte zum Kopf. Ja, es hat umkämpft, jetzt wird ein bisschen aufgedreht. Tempo erhöht. Schlagfrequenz verschärft. Die letzten Sekunden sind angebrochen, dieser ersten Runde. Schöne Zeitlupenstudie. Da war Nikarkojew in seinem Momentum. So, seconds out. Seconds out. Runde 2, Round 2. So, Runde 2. Mal schauen, wie Robin Krasniqi hier reinkommt. Schön. Zum Körper, zum Kopf die Linke. Ah, das gefällt natürlich nicht Nikarkojew.
hält gleich gegen, möchte jetzt seinen Stempel aufsetzen. Ja, wird es ein bisschen wild, der Schlag zu weit auf den Hinterkopf. Ja, das sind wilde stürmische Aktionen von Nikar Kojev. Das war hart dran. Krasniqi hat so eine Aktion über sich ergehen lassen, kommt aber wieder raus. Hat die linke zum Körper gezogen, die rechte zum Kopf. Timur Nikakojew macht ordentlich Druck. Der Jab sitzt. Oh, die linke, hoch ausgeholt, hat getroffen. Dabei ist Nikar Kojev leicht gestolpert, muss die rechte jetzt auch noch nehmen. Das bekommt die Halle mit. Unterstützt hier Krasniqi. Viele Schläge auf die Doppeldeckung. Rechte Overhand. Immer dieser weite Schritt nach hinten. Aber ist niemand ausgerutscht. Ja, Kopf zu niedrig gewesen. Oh, rechte. Treffer zum Kopf. Dies alles unter den Augen von Jürgen Bremer in der roten, in der blauen Ecke. Krasniqi versucht jetzt ein bisschen die Luft rauszunehmen von Nikar Kojev. Und hat damit jetzt die letzten Aktionen gesetzt. Und wir sehen jetzt die Runde 3. Oh, abgetaucht, die Rechte zum Kopf gezogen. Jetzt unterbricht der Referee. Nicht halten, nicht ziehen. Schlaghagel, links, rechts, Kombination vom Russen Nikar Kojev. Und Krasniqi tut gut daran, Doppelgang hochzuhalten. Verhindert hier, schlimme Treffer zu nehmen. Ja, man auch hohe Konzentration. Fokus, linke, rechte. Krasniqi zeigt sich. Ja,
Da ist die rechte haarscharf rangeschrammt. Sowas kommt schnell mal zu einem Wirkungstreffer. Ja, auch Nikol Kojew. Links, rechts, links, rechts. Das ist Grundtechnik. Aber sehr effektiv. Ja, schnell die linke zum Kopf gezogen von Krasniqi. Zum Körper, zum Korb. Jetzt hat Krasniqi sein Momentum. Schwere Rechte am Ziel vorbei. Nikol Kojew arbeitet. Jetzt im Rückwärtsgang. Aber beide abgetaucht. Gute Bewegung. Sie haben es gehört, neben mir sitzt Arthur Abraham. Versucht, Anweisungen zu geben. Oh, die Rechte schön im Ziel gepackt. Und da schubst du das mal einen Aufwärtshaken. Wir machen es mal ganz schnell, versuchen rüber zu schalten. Ich bitte mal Arthur, das aufzusetzen, weil wir können das über den Kopfhörer machen. Ich schalte es kurz scharf, wir haben nur eine Minute Zeit. Arthur, unsere Kamera ist drüben. Ganz schnell, wie siehst du den Kampf? Wir kommen jetzt gerade zur vierten Runde. Wie schwer kann es werden oder also, auch nicht? Ich muss sagen, beide Boxer kämpfen richtig gut. Und die geben alles, was sie geben können. Und das ist das, was die Boxfans sehen wollen. Das ist Nummer eins. Und beide Boxer sind sehr gut. Also mal ist der Gegner ganz gut, aber der Krasniqi schlägt ihn, haben wir gesehen, trifft richtig hart. Und wenn er weiter so hart trifft, dann kann sein, dass der Gegner geht K.O. Okay, also noch ausgeglichen, aber es könnte gut ausgehen, wenn die nächsten Runden... Ich wünsche unsere Krasniqi, dass es gut ausgeht, natürlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Arthur Abraham, vielen lieben Dank fürs Interview. Danke. Bitte, bitte. Runde 4, Round 4. Jetzt bin ich schon vom Weltmeister Arthur Abraham gefragt worden, ob er hier sitzen bleiben darf. Natürlich darf er das. Ich freue mich, dass ich einen Experten wie ihn hier neben mir habe. Wir haben die vierte Runde. Krasniqi will ihn unbedingt K.O. schlagen. Er muss ein bisschen das vorbereiten und dann schlagen. Das heißt, mehr Dosierung? Mehr mit links arbeiten und dann kommen seine harten Schläge. Weil er will mit rechts ihn ausnocken. Das kann er auch. Ja. Weil das ist sein Spezialbereich. Aber der muss das mit links gut vorbereiten. Dann kann er einen K.O. hauen. Aber die kommt noch zu wenig. Die noch. Führungshand. Ja. Oh, die linke. Schön gestoppt. Das muss sowas muss mehr kommen. Das ist gut. Ja, zweimal die rechte auf die Doppeldeckung. Wir hören es in der Halle. Gute Stimmung. Robin Krasniqi rufe. Hat quasi Heimvorteil. Ja, so ein Verzweiflungsversuch. Sehr gut. Oh, herrlich. Hat gut getroffen mit rechts. Sehr gut. Ja. Weiter so. Du musst mehrere solche Attacken machen. Aber großes Kämpferherz, geht nach vorn. Aber ich glaube, der Gegner wird dieses Druck nicht so lange aushalten. Ja, das ist ein sehr hohes Tempo. Das waren die ersten drei Runden ziemlich heftig. Wir haben die vierte Runde. Oh, herrlich.
Schön Crunch Time. Weiter. Wie sehr sollte man jetzt ein Risiko eingehen? Der muss ihn das festhalten. In diesem Moment muss er festhalten, so wie jetzt. Ja. Und dann der Gegner, der kann nicht mehr schlagen. Er muss einfach festhalten, dann blockt er seine Schläge. Neutralisieren. Jawohl. Und dann selbst wieder in Aktion starten. Dann kann er wieder angreifen. Körpertreffer, linke zum Kopf. Nochmal. Verbissener Kampf von beiden. Wir sehen Sören Bremer fordert Robin auf erstmal. Natürlich. Wahrscheinlich ist die Luft sehr trocken. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, Arthur, ist das spürbar? Will man da mehr trinken oder? Nein, die Lichter, die da links und rechts rum ist, das ist, wenn das strahlt, dann in der Ring ist sehr, sehr warm. So eine Hitze drin. Über 40 Grad. Aber da muss man, du kannst nicht so viel trinken, weil wenn du zu viel trinkst, dein Bauch ist zu voll, dann kannst du dich nicht so gut bewegen. Du musst etwas trinken, aber nicht viel, nicht zu viel. Aber die Atmung ist davon nicht beeinflusst. Nein, natürlich wird man das beeinflusst schon, dass man schwer atmet. Natürlich, umso wärmer, umso schwer atmet man. Aber das ist halt Boxen. Beim Boxen bekommt man nicht geschenkt. Alles muss man erkämpfen. Sehr gut, hat er gut getroffen, wieder auf den Bauch. Und wenn man zu viel auf den Bauch trifft, dann nimmt man die Luft und der Gegner kann nicht mehr gut atmen. Ja, und dann hat man die Körperprobleme. Sehr gut, die sehr Rechte. Gut. Es wird geklammert. Ilan Homovic trennt jetzt die beiden. Links, rechts. Luan muss etwas mit links arbeiten, dass der Gegner auf Distanz hält. Ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Aktion jetzt in den letzten 30 Sekunden. Infight. Kurze Schläge. Aufwärtshaken. Da hat der Robin sehr gut geschlagen. Oh, sehr kraftvoll. Jawohl. Oh, oh. Weiter. Die linke zum Kopf, Aufwärtshaken, dann zum Körper, zweimal zur Leber. Ja, das war zu tief für den Referee. Sehr gut, schön. Sehr gut. Rechts-Links-Kombination. Weiter so, weiter so. Jawohl. Klasse, und schön ausgependelt, die rechte zum Kopf. Der Referee meckert, das ist okay, er darf das. Inwieweit wird eigentlich diese Nahdistanz geübt, gerade ja. Beim Sparring? Ist das ein Teil davon oder natürlich, sagt man sich... Nahdistanz ist auch gut und Robin arbeitet sehr gut von Nahdistanz. Schau. Ja. Jawohl, hat er die Rechte. Jetzt habe ich die Glocke nicht mehr gehört, aber das war ein herrlicher der Ansatz. Er hat richtig hart getroffen. Schau, der ist schon K.O. Er zieht. Er steht K.O. und er wird nicht mehr lange das aushalten. Jetzt fehlt ihm die Luft. Jawohl. Robin Krasnici hat ihm die Luft rausgezogen. Ich bin gespannt, ob die Minute reicht für die Erholung.
Ich glaube, der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Ciao, der will nicht mehr. Oh, er sagt die Rippe. Ja, der sagt, der will nicht mehr. Er hat Rippenschmerzen. Schluss. Jetzt ist fraglich, ob es weitergehen kann. Nein. Der Ringarzt wird hinzugezogen. Man kann auch mit den Brüchen boxen. Ist egal, das ist eine Einstellungssache. Egal, was gebrochen ist, ob weh tut, kann man weitermachen. Wenn wir dich schon hier haben, hast du mal mit angeknackster Rippe boxen müssen? Ich habe alle beiden Rippen von mir gebrochen. Kannst du berühren? Ich kiefer auf. Okay, bravo. Jetzt der Kampf ist aus. Robin Krasnicki hat in der fünften Runde am Ende seinen Gegner so arg zugesetzt, dass dieser verletzungsbedingt aufgeben muss. Respektvoller Umgang, auch hier am Ende eines solchen Kampfes. Das ist das Schönste an dem Sport. Das ist gut so. Sportler sind immer lieb zueinander. Ja, absolut. Die boxen miteinander, aber danach sind die wieder Freunde, weil die einfach ein sehr gutes Herz haben. Beide haben ein sehr gutes, ein unfassbares Kämpferherz bewiesen. Gar keine Frage, haben alles gegeben bis zu diesem Zeitpunkt. Und dass dann auch sowas passieren kann, das ist Teil des Sports, das ist Teil vom Boxen. Die ganze Halle steht. Ich weiß nicht, ob man das bei München TV so sehen kann wie wir. Um uns herum Menschenmengen. Und Robin Krasnicki hat seinen Teil für sein Vorhaben, nochmal Weltmeister zu werden, erfüllt. Jürgen Bremer jetzt bei uns in der Ecke, ganz entspannt. Wir kommen gleich noch zur offiziellen Urteilsverkündung. Geben dann ab zu Kai Petzmann. Hey Robin! Hast du gut gemacht, mein Freund. Und man kann förmlich spüren, welche Last Robin Krasnicki hier von der Seele gefallen ist. Er freut sich. Einmal rüber. Die Baumwald. So, der Cutman, Roland Eicher. Erlöst jetzt Robin Krasnicki von seinen Boxhandschuhen. Der Ring ist halb voll. So, da werden schon die ersten Siegerfotos gemacht. So, jetzt kommt noch die bessere Hälfte von Robin Krasnicki in den Ring. Name von Thank you.
Wir lassen das mal einfach wirken. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung, auch wenn hier schon gerade frisch gefeiert wird. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Erstmal einen großen Applaus für beide Boxer. Und es ist so gekommen. The Champ is back. Sieger durch TKO wegen gesundheitsbedingtem Abbruch zwischen der 6. und 7. Runde. Herzlich willkommen zurück im Ring, Robert Krasnitschi. Riesengroßen Applaus für seinen Gegner, Timur Nikastojew.